Andi? Es geht wieder los. Geil! Endlich! Ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Mega Chicken Squad. Und nach einer geschlagenen Zeit darf ich euch endlich zurückbegrüßen zu einem neuen Review. Heute darf ich euch die Bugatti AK104 Sport vorstellen. Dann würde ich sagen, let's go! Die AK hat mit ausgefahrenem Stock eine Länge von 84 cm. Wenn ich den Stock einfahre, misst sie 76 cm. Sie wiegt etwa 3 Kilogramm, also 3,1 laut Bugatti, und hat etwa 1,6 bis 1,7 Joule. Sie wird standardmäßig mit einem DIN-T-Stecker ausgeliefert. Im Lieferumfang von der AK befindet sich ein Hi-Cap-Magazin, also das ist hier drüben, das hier, mit 600 Schuss und ein Mid-Cap-Magazin mit einer Kapazität von 200 Schuss, das ist das untere. Beide sind aus Kunststoff. Noch mit dabei ist ein Reinigungsstab und laut Bugatti sollte ein Speedloader mit dabei sein. Wir denken, es handelt sich hierbei vielleicht um einen Fehler. Bei unserer AK war nämlich kein Speedloader mit dabei. Ob jetzt einer dabei sein soll oder nicht, wissen wir daher leider nicht. Weiter geht's mit dem Lauf. Der Lauf hat eine Länge von 330 mm und wurde aus Messing gefertigt. Über den Innendurchmesser konnten wir leider nichts in Erfahrung bringen. Ist halt wahrscheinlich ein Standardlauf wie der andere Lauf bei den meisten Airsofts auch. Also so vielleicht 6,8 mm Innendurchmesser, wir wissen es aber nicht. Die Hop-Up Unit wurde aus Metall gefertigt, ist halt eine Standard AK Hop-Up Unit. Sie erfüllt ihren Zweck, mehr macht sie halt nicht. Nun kommen wir zur Gearbox von der AK und damit eben zu den Internals. Kommen wir erstmal zum Nozzle. Das Nozzle wurde aus Kunststoff gefertigt und leider Gottes ist da kein O-Ring drauf. Heißt, ihr solltet das Teil unbedingt austauschen und damit ihr wisst, welches Nozzle ihr braucht, welche Länge, sage ich es euch, zwar 19,7 mm und damit eine AK Standardlänge bei den Nozzeln. Der Zylinderhead wurde aus Kunststoff gefertigt, wie auch der Piston. Wichtig beim Piston, die Zähne wurden nur mit einem Stahlblech verstärkt. Heißt, ihr könnt, wenn ihr das Teil eh schon aufschraubt, weil ihr eben an das Nozzle aufbaut, tauscht den Piston auch gleich mit aus. Vertraut mir, ist eine sinnvolle Investition. Der Piston Head ist auch aus Zylinder. Der Piston Head ist auch aus Kunststoff. Ja, das Kommst denke du ich. mit? Raus damit. Alle wichtigen Teile jetzt raus und austauschen. Kunststoff ist da eben Kacke. Immerhin haben wir etwas aus Stahl da drin und das sind die Stahlgears. Die sind wenigstens ordentlich massiv, die halten einigermaßen was aus. Auch auffindbar in diesem wunderschönen Teil ist das Bugatti EFCS-System, also ein MOSFET, was euch das Teil überwacht, dass da nichts passiert. Eine ziemlich praktische Sache. Also optisch ist es eine ziemlich hübsche AK. Ein bisschen sportlicher gehalten und sie wurde ziemlich viel aus Metall gefertigt. Der ganze Body, die Tube, auch hier vorne der Außenlauf und alles, was dazugehört, wurde aus Stahl gefertigt. Das einzige Kunststoffzeug ist eben hier der Handguard vorne, hier der Griff und hinten der Stock selber, eben die Schulterstütze. Man hat es gesehen, sie hat auf jeden Fall gut Spiel und da wackelt sehr viel hinten am Stock, ist ein bisschen doof. Hier die Mutter, die wird ziemlich leicht locker, die ist übrigens auch aus Stahl. Wenn man hier jetzt eben einen, drehen wir hier so hin, wenn man hier einen Gurt einhängt, kann es passieren, dass das Teil sich eben so leicht herumdreht und irgendwann wird dann hier die Schraube locker, die Mutter, dann kann es passieren, dass sich der ganze Stock löst. Muss man irgendwie fixen, muss man anders machen, so geht es auf jeden Fall nicht auf Dauer, das ist ziemlich doof gemacht. Die AK kriegt von uns 7 von 10 Punkten und ist damit definitiv gut dabei. Weiter geht's jetzt mit der Funktionalität dieser AK. Anfangen tun wir jetzt erstmal mit der Hop-Up Unit. Diese versteckt sich hinter dem Dustcover. Dazu ziehen wir jetzt eben hier diesen Hebel nach hinten
Und schon sehen wir die Hop-Up Unit. Das ist hier dieser Schieberegler. Damit könnt ihr eben den Hop einstellen, mal mehr, mal weniger, wie ihr es eben wollt. Wichtig ist zu beachten, um das Hop-Up einzustellen, solltet ihr die Handschuhe ausziehen. Denn wenn ihr die Handschuhe anhabt, habt ihr da ein ziemlich schlechtes Gefühl und es ist ein bisschen blöd. Also Handschuhe ausziehen und einstellen und alles ist gut. Es kann auch mal passieren, dass ihr das eventuell aus Versehen verschiebt beim Transport oder so. Solltet ihr vielleicht darauf achten, aber im Großen und Ganzen sollte sich da eigentlich nichts fehlen. Wichtig, das Dustcover, ihr seht es, schnallt einfach zurück, passt auf eure Finger auf. Also müsst ihr es aufhalten, wenn ihr das Hop-Up einstellen wollt. Weiter geht es zum Feuerwehrhebel, der befindet sich hier. Was ich sehr lobenswert finde, ist, dass hier eben ein Blech hochgebogen wurde, dass man von hier vorne, also von hier hinten aus quasi, besser da rankommt und es leichter einstellen kann. Habe ich noch nicht bei vielen AKs gesehen und das finde ich deswegen auch super, dass sie das so gelöst haben. Also man kommt da immer jederzeit bequem hin. Das Ganze hat drei Stufen. Ganz oben eben, wie man es kennt, gesichert. Danach kommt Einzelschuss und dann kommt Vollautomatik. Vollautomatik geht dieses Teil hier sowieso nicht, weil wir uns hier in Deutschland befinden. Nun zum Stock. Der Stock hat sechs Stufen. Aktuell ist er am weitesten ausgefahren und hier ist er am weitesten eingefahren. Und er klippt auch eben richtig schön ein. Also hier jetzt mal zum Demonstrieren. So sieht das Ganze dann aus. Eigentlich ziemlich praktisch. Kommen wir jetzt zum Trigger von der Knifte hier. Der Abzugsweg ist leider sehr, sehr lang. Gefällt uns jetzt nicht so. Aber gut, ist halt blöd. Und hier oben noch zum Schluss, bevor wir es vergessen, die Kimme. Die hat auch 10 Stufen, wo ihr es hin und her schieben könnt. Korn ist leider nicht in der Breite einstellbar. Daher geben wir der Airsoft 7 von 10 Punkten. Da wir uns dachten, ihr wollt die AK vielleicht auch spielen. Ach nee, ich dachte, ich hänge mit die in den Schrank oder so. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall haben wir extra für euch Magazine ausprobiert, getestet. Nicht nur Magazine, sondern auch die Akkus, aber kommen wir später dazu. Und jetzt zeige ich euch mal die besten, also unsere Meinung nach, die besten Magazine, die für diese AK in Frage kommen. Legen wir mal los mit einem Bugatti Midcap Magazin. Könnt ihr euch dazu kaufen. Das tut rein, es wackelt nicht und geht auch wieder schön raus. Hat ein bisschen nach hier am Exit, aber naja, ist jetzt meckern auf sehr hohem Niveau. Das Battle Axe hingegen tut rein. Ist unserer Meinung nach das allerbeste Magazin von all denen, die hier liegen. Wackelt nicht, hat kein Spiel und lässt sich wieder wunderbar rausklippen. Kunststoffmagazine haben wir natürlich auch da. Fangen wir mal an mit dem Hi-Cap Magazin, was mitgeliefert wurde mit 600 Schuss. Das tut er rein und ihr werdet es vielleicht sehen, es wackelt wie ein Kuhschwanz. Das hat so viel Spiel, aber immerhin, es feedet ohne Probleme und das ist doch das, was man sich von einem mitgelieferten Magazin wünscht. Hat man auch schon mal andere Airsofts, da ging es nämlich nicht. Dann ist das hier eben das Midcap, das auch mitgeliefert wurde. Bau da rein. Ja, wackelt eben auch wieder wie ein Kuhschwanz. Ist auch blöd, aber immerhin feedet. Und der Wackler Nummer 1, das Magazin von Mac Airsoft. Also, das fliegt ja quasi da drin. Also, das steckt da nicht drin, es schwebt einfach. Aber es feedet ohne Probleme. Es geht auch anders. Zum Beispiel dieses Midcap Magazin von E&L aus Blech eben. Das tut ihr hier rein. Und es feedet nicht, aber es ist gut drin. So gut, dass ich es nicht mehr rauskriege. Oh, ich hab's geschafft. Kauft euch kein E&L Magazin für diese Airsoft. Aber alle anderen Magazine feeden unseres Wissens nach ohne Probleme. Weiter geht's jetzt mit den Akkus, um das ganze Teil zu betreiben. Und ich habe noch nie einen Akku in diese AK hier eingebaut. In eine andere schon. Und ich habe mir sagen lassen, das ist ein ziemliches Geficke und da bin ich jetzt mal ziemlich gespannt drauf. So, ich weiß nur, ich muss den Deckel. Danke. Ich muss den Deckel runterbauen. Okay, das kam jetzt unerwartet, aber davon lassen wir uns nicht. Stefan, beruhig dich bitte. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Okay, was mir auffällt, ich sehe hier schon mal auf die Hop-Up-Unit hin. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ding verstellt, noch höher, wie ich dachte. Ich stecke es jetzt erstmal an. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, das ist ein ganz schlechter Anfang. Probieren wir einfach aus. Okay, funktioniert soweit. Jetzt muss ich irgendwie. Das
Ich weiß, ich muss den Ding nur rein. Also ich kann ja eine AK. Warte mal. Bauen wir hier so hin. Mhm. Ich muss hier noch die Stange irgendwie reinbauen. ja, Leute. Moin. Echt. Perfekt. Okay. Jetzt muss ich immer hier dieses Blech drauf bauen hier. Ich glaube, der Nachbar hat einen Schlaganfall. Ich bin nicht sicher, ob ich einen Schlaganfall habe, wenn ich den zugucke. Ja, dann finde ich hier! Bitte, wir sind ja auf YouTube und das können Kinder sehen. Du kannst es zensieren. Ganz ehrlich, meine AK war halt so viel besser. Wisst ihr warum? Die hatte den Akku hinten das Akkufach. Tada, easy. War überhaupt kein Ding. Das Ding ist einfach reinzubauen, der Akku. Ich demonstriere es jetzt nicht, wie es geht. Das ist mein Geheimnis. Naja, eine Gesamtbewertung gibt es halt auf jeden Fall. Und zwar 7 von 10 Punkten für die Kompatibilität. Ich wollte das Wort nur nochmal sagen, weil ich immer Probleme damit hatte und ich es heute auswendig sprechen kann. Frei, genau. Und der Akku ist in der Beschreibung. Der Akku ist in der Beschreibung, irgendwo unten verlinkt. So, jetzt kommen wir zum Handling von dieser AK. Sie verfügt über kein EBB-System und wir sind da ehrlich gesagt ziemlich froh drüber. Das EBB-System verfälscht oftmals das Schussbild und zieht vor allem ziemlich viel Akku, was dazu führen kann, dass ihr öfters Akku wechseln müsst. Und wenn der Akku leer wird, kann es passieren, dass die AK jammt oder die Airsoft insgesamt. Haben wir aber hier eben nicht und da sind wir eben auch sehr, sehr dankbar drum. Ist bei uns jetzt ein Pluspunkt hier in der Wertung. Auch an sich ist die AK ziemlich gut gebalanced. Sie ist ein bisschen frontlastig, aber wir finden es gut, so wie es ist. Also, dass hier vorne ein bisschen der Schwerpunkt ist, finden wir absolut in Ordnung, finden wir gut. Es lässt sich auch gut umgreifen und alles, hat daher insgesamt ein sehr gutes Handling und auch sehr gute Griffe. Also, hier hat man einen sehr guten Griff und da lässt sich es auch richtig schön anfassen, eben hier auch mit diesen Röllen. Zum Griff selber muss man dazu sagen, ist jetzt kein besonderer ergonomischer Griff oder so, ist einfach so ein Standardgriff, wie man ihn einfach kennt. Aber die Hand schmiegt sich richtig angenehm eben um den Griff und in unseren Augen ist es daher eigentlich sehr gut, wenn es um das geht. Daher kriegt die AK in dieser Bepunktung 9 von 10 Punkte. So, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den wirklich jeder Airsoft-Spieler interessiert. Die Schussleistung von der ganzen Knifte hier. Wir haben sie getestet, wir haben sie nachgekront, angegeben war es ja mit 1,6 bis etwa 1,7 Joule. Wir sind tatsächlich auf 1,55 bis 1,75 Joule gekommen. Die 1,55 waren allerdings ein Ausreißer, im Normalfall hatten wir so 1,6 bis 1,75 Joule. Also ein Unterschied von, etwa 0,15 Joule. Das Schussbild ist okay, ab und zu gibt es mal einen kleinen Streuer, aber im Großen und Ganzen kann man da jetzt nicht großartig was dagegen sagen. Für den Preis ist es definitiv in Ordnung, ist halt im Durchschnitt. Auch die Reichweite, nichts Besonderes, aber ist eben ganz normal im Durchschnitt. Kann man nichts dagegen sagen. Wir geben ihr daher 7 von 10 Punkten. Leider sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt und damit kommen wir jetzt eben auch zum Fazit über die AK. Naja, was soll ich großartig sagen? Sie ist wirklich sehr solide für das Geld und sie ist out of the box absolut spielbar. Sollten irgendwann mal Probleme auftreten oder man nicht mehr ganz zufrieden sein, sollte man definitiv hingehen und die Internals austauschen. In der Gearbox drin, wie auch den Lauf, den könnte man meiner Meinung nach auch wechseln. Aber das sollte man eben erst dann machen, wenn man findet, so hey, ich mag so nicht mehr, ich brauche Veränderungen im Leben, dann könnt ihr hingehen und könnt wirklich die Internals in diese Gearbox austauschen. Ist ja zum Glück eine AK, damit braucht ihr nur für drei Teile und da gibt es ja zum Glück sehr viele wie Sand am Meer. Wir geben ihr 7 von 10 Punkten und bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Video. Lasst ein Like da, einen Kommentar oder ein Abo oder alles drei am besten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!
Have you ever felt? Are you listening? Damn.